Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Elder Scrolls 5 Skyrim. Und scheinbar geht's hier direkt los. Ich verstecke mich mal. Ich habe schon eine Waffe mir gerade organisiert. Habt ihr leider nicht gesehen. Und da geht's direkt los! Oh, meine Ausdauer ist niedrig. Ich muss jetzt erstmal was dagegen machen und vor allen Dingen aufhören zu knien. Vergiss es. Oh, das war's schon. So. Wollen wir doch mal gucken. Die Stiefel nehme ich mit. Ich nehme das alles mal mit. Was habe ich hier? Das kann ich ablegen. Das ziehe ich an. Die Stiefel sind besser. Diesen Helm ziehe ich an und nehme zusätzlich noch das Schwert dazu. Und natürlich hier diese Rüstung. Ist besser als der Sturmmantel-Brustpanzer, auch wenn ich jetzt mich eher den Sturmmantel angeschlossen habe. Aber da ziehe ich trotzdem die beschlagene kaiserliche Rüstung an. Die ist nämlich etwas besser. So, wo ist die zweite Leiche? Hier. Oh, die ist sogar noch besser. Den nehmen wir gleich mit. Oh, auch noch besser. Im Moment nehme ich erstmal alles mit, was ich irgendwie kriegen kann. Oh, natürlich. Muss ich auf Bekleidung gehen. Die kaiserlichen Armschienen sind von der Rüstung her 4 besser. Aber es ist eine schwere Rüstung. Wir werden uns, denke ich mal, später auf leichte Rüstung konzentrieren. Aber trotzdem lege ich die erstmal für den Anfang an. Diese kaiserliche Rüstung ist auch eine schwere Rüstung, ist aber auch nochmal vom Rüstungswert her 2 besser als die vorherige, die beschlagene kaiserliche Rüstung. Diese kaiserlichen Stiefel sind auch nochmal 4 besser und der kaiserliche Offizier ist eben sogar 7 besser als der jetzige. Und den ganzen anderen Kladderadatsch, den legen wir ab, den brauchen wir nicht. Mal sehen. Gut, alles klar. Gibt es hier sonst hier noch etwas? Mit einem Schlüssel. Wollen wir mal sehen, ob er diese Tür öffnet. Gibt es denn hier hinten noch was? Sind hier in der Festung Helgen? Gucken wir mal, ob wir hier entkommen können. Aus der Festung. Gibt es denn hier noch etwas? Oh, die Truhe des Wächters. Schlüssel der Festung Helgen. Und den Rest, den brauchen wir. Ups. Brauchen wir nicht. Gibt es denn sonst noch etwas Schönes? Hier ist noch eine Truhe mit Gold. Das nehmen wir natürlich mit. Und diese Truhe ist leer. Das habe ich gleich schon gesehen. Und was anderes können wir hier nicht finden. Dann würde ich einfach mal so sagen. Sprinten wir mal unserem Sturmmantelfreund hinterher, dem Ralof. Ich habe jetzt schon keine Ausdauer mehr. Mal sehen. Wann Gegner kommen. So genau weiß ich das auch nicht mehr. Ist schon ein bisschen her. Da hinten sind... Dezent erschrocken, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Hier sind Gegner. Kritischer Treffer. Sehr cool. Hier haben wir aber nichts Besseres dabei als das, was wir jetzt schon anhaben. Genauso wie hier, das ist nämlich das gleiche, was wir anhaben. Und hier werde ich erstmal ein bisschen durchstöbern. Einen kleinen Zaubertrank der Heilung. Den nehmen wir natürlich. Und 3 Gold. Ganz klar. Ein Zaubertrank der geringen Magika. Salz nehme ich auch mal mit. Ein bisschen Brot gibt es hier, aber das lasse ich mal da. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Hier erstmal nicht, aber hier soll ich hingucken. In das Fass. Oh, hier haben wir ein paar Tränke. Ein Zaubertrank der geringen Ausdauer stellt 25 Ausdauerpunkte wieder her. Dann ein Zaubertrank der geringen Magiker. Da haben wir ja gerade eben schon einen aufgesammelt. Der stellt 25 Magikerpunkte wieder her. Und 3 Zaubertränke der kleinen Heilung.
Die stellen 25 Gesundheitspunkte wieder her. Dann nehmen wir natürlich alle mit. Ganz klar. In den Säcken kann man oftmals... kann man oftmals auch Geld finden oder Zutaten. Deswegen durchsuche ich die immer alle. Und hier ist noch einmal Salz, eine Zutat. Und ein Zaubertrank der kleinen Heilung. Nehmen wir natürlich alles mit. Und... fertig? Ja, Ralof, ich bin fertig. So. Wo kommen wir denn als nächstes hin? Ist schon so eine... oh. Folterkammer. Wollte Ralof, glaube ich, sagen. Er konnte nicht aussprechen. Oh, der den Folterer habe ich gekrittet. Sah jetzt ein bisschen komisch aus. Nein, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Aber da gucken wir doch auch nochmal durch. Leider haben wir einen Soldat unserer Sturmmäntel verloren. Das ist schade. Aber es ist leider so. Ein Eisenstreitkolben und ein Eisenschild. Ich bin nicht so derjenige, der mit Schild gerne spielt. Deswegen wollen wir jetzt erstmal gucken. Die Waffe, die ich hier aufgesammelt habe, der Eisenstreitkolben, macht mehr Schaden als beides. Deswegen werde ich den hier ausrüsten. Und hier ist... oh, hier ist das Buch vom Drachenblut. Was auch immer das Drachenblut ist. Wollen wir doch mal gucken. Oh, ob euch das jetzt so interessiert. Ich weiß es nicht. Ihr könnt zwischendurch, falls ihr das lesen wollt, ja, auf Pause drücken. Und dann könnt ihr es euch durchlesen. Mich interessiert es nicht. Ich habe das alles mal gelesen. Da verbringt man echt sehr viel Zeit mit. Deswegen... vier Dietriche, sehr schön. Und noch einen kleinen Zaubertrank der Heilung. Deswegen habe ich mir das jetzt nicht durchgelesen, weil das dauert einfach zu lange, wenn ich das hier alles noch vorlesen würde. Kollege! Geht's dir gut? Ups, scheinbar nicht. Alles klar. Hier ist da was hinter. Nein. Da brauchen wir auch nicht versuchen, das aufzuschließen. Hier auch nicht, aber hier ist optional. Können wir dieses Käfigtür aufschließen? Schwierigkeit Novize. So, benutze Maus, um den Dietrich zu drehen und W, um das Schloss zu drehen. Je näher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich das Schloss vollständig und lässt sich öffnen. Vielen Dank. Okay. Auch nicht ganz. Ah, da haben wir es. Wir haben keinen abgebrochen. Hier liegt ein bisschen Gold. Und ein Zaubertrank der geringen Magika nehmen wir mit. Zauberbuch Funken, das nehmen wir auch mit und ihn durchsuchen wir. Oh, er hat 25 Gold dabei und auch noch zwei Zaubertränke sogar, der geringen Magika. Nehmen wir alles mit. Die Novizenrobe, die Novizenkapuze ist 305 wert und wiegt nur 1. Nehmen wir mit. Und auch die Novizenrobe wiegt nur 1 und hat einen Wert von 153. Wir werden das Geld brauchen, deswegen nehmen wir das auch mit. So, jetzt habe ich aber doch das Zauberbuch eingesammelt. Kann ich das aktivieren? Bücher, Zauberbuch, Funken. Neuer Zauber gelernt, Funken. Da gucken wir doch jetzt erstmal nach, was dieser Zauber denn bewirkt. Es ist ein Zerstörungszauber. Flammen können wir schon. Wir machen das alles mal ins Favoritenmenü. Drücke im Spiel Q, um das Favoritenmenü zu öffnen. Dort kannst du Gegenstände sofort benutzen oder ausrüsten, die du vorher als Favorit markiert hast. Vielen Dank. Das machen wir auch mal eben als Favorit. Und drücken Q und da sehen wir, alles klar. Da haben wir alles. Dann werde ich jetzt, weil ich immer hin und her switchen werde, auch diese vorübergehend dazu. Das hier kann ich eigentlich fallen lassen.
Das nimmt nur Gewicht weg. So. Mal gucken, habe ich hier schon reingeguckt? Ja, habe ich. Was können wir denn mit Flammen und Funken machen? Oh, das sieht schön aus. Hier ist nichts drin. Können wir das Feuer anzünden? Oh, falsche Seite. Das ist invertiert, das stört mich. Ja, es brennt so ein bisschen. Hier könnte ich aufschließen. Oh, und da hinten scheint mir ein Goldsack zu liegen. Das versuchen wir doch gleich erstmal, ob das denn funktioniert. Okay, das ist die falsche Richtung. Und so dürfte es eigentlich auch nicht. Oh. Ist es offen. Sehr schön. Und hier liegt ein Geldbeutel. 6 Gold gefunden. Und das Skelett hat auch nochmal 5 Gold dabei. Und Knochenmehl. Eine Zutat, die nehmen wir natürlich mit. Daraus können wir uns am Ende Tränke brauen. Oder was heißt am Ende? Zwischendurch Tränke brauen. Das werden wir gegebenenfalls auch machen. Oh, noch ein Folterkeller. Und dafür nehme ich natürlich diese Zutaten alle mit. Oh, das ist einer von unseren Leuten. Passiert nichts. Okay. So, das Skelett noch mitnehmen. 5 Gold und ein Knochenmehl nehmen wir alles mit natürlich. Und Ralov, ich folge dir. Hier haben wir noch eine Sturmmäntelsoldatin. Aber ich wechsle jetzt einfach mal wieder auf den Eisenstreitkolben und die Eisenkriegsaxt. Und schauen mal, wo wir als nächstes hinkommen. Hier habe ich schon Gegner gehört, ja. Und da sehen wir auch schon das, was ich mir als nächstes hole. Oh, das war daneben, da war ich dumm. Der ist tot. Hat aber auch nichts Wertvolles dabei. Hier liegt ein... Oh, hier habe ich Pfeil und Bogen. Das nehme ich natürlich mit, den langen Bogen. Den wollen wir... weil wir uns darauf spezialisieren werden, auf Pfeil und Bogen zu gehen. Das passt schon mal super. Zack. So, diese Leichen werde ich alle plündern und die Pfeile mitnehmen. Am Anfang ist das immer ein bisschen schwieriger mit Pfeilen. Deswegen nehme ich jeden einzelnen Pfeil mit, den ich finden kann. Und hier ist unsere Soldatin leider gestorben. Du wirst eine schöne Feuerbeerdigung erhalten. Blöde Idee. So, aber wir müssen hier mal weiter. Ich nehme wieder die Eisenkriegsaxt in die Hand und folge mal unserem lieben Ralov. Den Hebel kann man benutzen, dann geht bestimmt das Tor auf. Ja. Sehr richtig. Unterhalb von Helgen riesengroße Tunnel. Oh. Die scheinen aber nicht so stabil zu sein. Nein. Der Rest wird sich einen anderen Weg nicht so stabil. Sind hier Gegner? Scheinbar nicht. Also, wenn wir mal weitergehen. Gibt es denn da oben was zu holen? Sieht so verdächtig aus. Aber scheinbar nicht. Aber hier kann man auch noch rein. Wollen wir mal hier reingucken? Ja, ja. Ralov, ist okay. Ja, ein Geldbeutel. Ein Zaubertrank der kleinen Heilung. Und dann kann ich hier noch 9 Gold und Knochenmehl mitnehmen. Hier geht's auch entlang. Was gibt es denn hier Schönes? Oder gibt es hier überhaupt etwas Schönes? Geht einfach nur nach oben. Aber so wie mir scheint, kann man hier nichts mitnehmen. Okay, wir folgen weiter Ralov. Der schon mal scheinbar vorausgegangen ist. Oh, ich habe
schon keine Ausdauer mehr. Das ist nicht weiter schlimm. Und da sehe ich doch schon den nächsten Geldsack. Den nehmen wir mit. Oh, da bin ich gestolpert über den Knochen. Und nochmal 9 Gold. Ja, ja. Und ducken. Denn jetzt werde ich den Langbogen ausrüsten und auf jeden Fall auf die Favoriten legen. 50 Pfeile. Hier sind Spinnen. Da ist die erste. Da war die erste. Ja gut. Da kommen noch ein paar. Okay. Ich habe gar nicht in Erinnerung, dass die so schnell tot gehen. Also ich habe an den Einstellungen... ein Granatstein, den nehmen wir natürlich mit. Der gibt Geld. Und das Gift wollte ich eigentlich nicht mit dem, das Frostbissgift. Bin ich jetzt nicht selber der große Freund von... Oh, ich wende das einfach mal an meinem Langbogen an. Warum nicht? So. Nur dieses Frostbissgift. Das brauche ich nicht. Oh, hier kann ich wieder einen Eisenpfeil mitnehmen. Den kriege ich leider nicht wieder. Das finde ich immer schade. Aber nun ja, so ist es eben. Eibeutel Spinneneis ist auch eine Zutat. Oh, Gold. Die nehmen wir. Ja, ist ja gut. Die nehmen wir komplett mit. Weil wir die später noch gebrauchen können. Rezepte für Tränke habe ich jetzt nicht im Kopf. Die werde ich mir dann bei Bedarf angucken. Und dann ein bisschen... Ups, das war dumm. Dann bei Bedarf mal ein bisschen rum... Ah, ich kann mitnehmen, sehr gut. Ein bisschen rum experimentieren. So, ich glaube, ich habe alle Eibeutel gesammelt. Alle Spinneneier oder Spinnenauge gesammelt. Und weiter geht's. Was gibt's denn hier Schönes? Nichts. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Ja. Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr. Er hat mir einen zweiten Bogen gegeben. Ich folge und gebe euch Deckung. Den werde ich jetzt erstmal ablegen, weil zwei Langbögen brauchen wir nicht. Einer reicht vollkommen aus. Ich folge und gebe euch Deckung. Aber wir werden natürlich nicht dran vorbeischleichen. Pff. Ist doch was für Dullis. Ich werde ihn natürlich versuchen zu bekämpfen. Und auf geht's. Schleichen ist überbewertet, wie? Ja. Der zweite hat auch getroffen. Na gut, trifft halt der. Diese Kameraeinstellung finde ich immer ganz besonders cool. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Und der Bär oder die Bärin ist Geschichte. Ein Eisenpfeil kriegen wir wieder. Bärenklauen, auch eine Zutat nehmen wir mit. Und den Bärenpelz lassen wir da. Ich glaube, da habe ich noch nie einen von mitgenommen. Wenn man ihn nicht gerade für eine Quest oder so gebraucht hat. Den Eisenpfeil, den ich verschossen habe scheinbar. Kann ich hier wieder einsammeln. Und über Knochen stolpert man ganz gerne. Gibt es hier oben noch etwas Schönes? Scheinbar nicht. Gut. Ralof, wo geht's als nächstes entlang? Hier? Alles klar. Ich folge dir unauffällig. Komme ich scheinbar nicht hin. Ja, ja, kannst ruhig weitergehen. Ich folge dich schon. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Warum rennst du zurück? Ah, natürlich.
Und da haben wir es aus den Tunneln unter Helgen herausgeschafft. Sind wir denn jetzt auch aus Helgen entkommen? Es sieht ganz so aus, aber da ist der Drache. Ducken, war vielleicht ein bisschen spät. Naja. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Errungenschaft freigeschaltet. Entfesselt. Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ich möchte mal mit dir reden, Ralof. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Kann ich nicht richtig mit dir interagieren, Ralof? Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric. Schließ dich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Ihr meint wirklich, ich sollte mich Ulfric Sturmmantel anschließen? Und ob. Man muss kein Nord sein, um für Himmelsrands Freiheit zu kämpfen. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachens bedeutet, dann Ulfric. Was haben wir denn jetzt zur Auswahl? Meint ihr, Ulfric weiß, woher dieser Drache gekommen ist? Ihr habt gut gesprochen, vielleicht werde ich nach Windhelm gehen oder ich muss darüber nachdenken. Also letzteres nehmen wir auf jeden Fall nicht. Ich möchte eigentlich wissen, wer dieser Ulfric ist. Deswegen, oder wer genau dieser Ulfric ist. Am Anfang haben wir ja schon mal ihn kennengelernt. Er saß ja mit uns auf der Kutsche, die uns nach Helgen gebracht hat. Wir werden jetzt mal fragen, ob denn Ulfric weiß, woher dieser Drache gekommen ist. Vielleicht nicht. Drachen wurden in Himmelsrand schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesichtet. Aber wo auch immer dieser Drache herkommt und was auch immer er will, Ulfric wird der Sache auf den Grund gehen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Außerdem habt ihr jetzt selbst eine Rechnung mit dem Kaiserreich zu begleichen und mit diesem Drachen. Da hat Ralof auf jeden Fall recht. Er hat wirklich gut gesprochen. Vielleicht werde ich nach Windhelm gehen. Ich überlege es mir. Aber ich tendiere schon dazu, ja. Das will ich hoffen. Himmelsrand braucht Leute wie euch, die für seine Freiheit kämpfen. Kommt, wir sollten uns beeilen. So. Eine Sache machen wir jetzt noch. Und dann sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. Es ist einfach wunderschön hier. Ich habe vorher das Spiel auf der PlayStation 3 gespielt, dann auf der PlayStation 4. Aber jetzt auf den ultrahohen Einstellungen. Wisst ihr, ihr solltet mich nach Windhelm begleiten. Ist das ein wunderschönes Spiel. Das sind alles Zutaten, die ich gerade aufsammle. Wie gesagt, die benutzen wir dann später. Oh, das sieht auch sehr schön aus. Oh, herrlich. So, wie gesagt, ich habe es auf der PS3 gespielt, dann auf der PS4 und es ist einfach wirklich ein meilenweiter Grafikunterschied. Natürlich, das ist klar, aber dass er so krass ist, hätte ich echt nicht gedacht. Hier ist nämlich noch ein, ich sage mal, ein Stein. Wie heißen diese Orte nochmal? Doch, Steine. Der Wächterstein. Was können wir hier machen? Wir haben einmal den Diebesstein, den Magierstein und den Kriegerstein. Der Diebesstein. Wer unter dem Zeichen des Diebes steht, lernt alle Heimlichkeitsfähigkeiten 20% schneller. Und du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Okay. Da wir aber ein Jäger sein wollen, macht der Diebesstein bisher am meisten Sinn. Oh. Der 13 uralten Findlinge, die über
Der Magierstein. Wer unter dem Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfähigkeiten 20% schneller. Das ist nichts für uns. Und der Kriegerstein. Wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Das ist auch nichts für uns. Wir werden uns für den Diebestein entscheiden. Ah, eine Errungenschaft freigeschaltet, gesegnet. Na, das seht ihr gar nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Ralof, geh du schon mal vor. Ich werde nämlich jetzt mich von unseren Zuschauern verabschieden, Ralof. Die Folge ist nämlich schon wieder zu Ende. Wir sind aus Helgen entkommen. Der Drache hat uns nicht getötet. Wir sind nicht hingerichtet worden. Ein Glück, sonst wäre das Spiel auch leider schon zu Ende. Das wollen wir ja alle nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und schauen mal, wo uns Ralof hinführt. Ich sage, bis demnächst. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dahin und ciao.